So, und da sind wir wieder zurück bei Mass Effect Legendary Edition. Live Let's Play, ne? Man weiß es ja mittlerweile. Auf YouTube hochgeladen und auf Twitch gestreamt. Ach, Fragen im Chat lese ich vor. Beantworte sie. So, gut, weiter geht's. Wir sind hier stehen geblieben. Tali wollten wir noch rekrutieren, ne? Weil ich ja nach und nach alle dazu kriegen möchte. Das heißt hier. Let's go! Bin gespannt. So, und ich glaube, die Kamera ist noch ein bisschen hoch eingestellt, ne? Und? Und Ticken. So, wir nehmen Garrus mit, der alten Seitenwilden. Und Samara. Let's go. Und Justikarin, ne? Wisst ihr, wie ich ticke? Ich mach da mal zack, bumm. Let's go. Schade, sie hat nur Werfen und Ziehen. Sie hat keine Singularität. Den ausspalten. Ja. Wir schalten einfach alles frei. Let's go. Ja, das ist okay. Voll fies. Shepard, unsere Daten besagen, dass sich Tali irgendwo in diesen Ruinen aufhält. Die Geth-Aktivität ist hoch und es besteht Gefahr durch die Umwelt. Die Solarstrahlung hat die schützende Magnetosphäre von Haystrom enorm geschwächt. Direktes Sonnenlicht wird ihre Schilde beschädigen. Das testen wir doch gleich mal. Ja. Okay. Das passiert bei denen natürlich auch, ne? Man sieht auch unten, dass sie Schaden kriegen. Ich habe ernsthafte Probleme mit meinen Schilden. Wir sollten uns vom Licht fernhalten. Danke an euch beiden. Dann doch mal lieb, dass sie das noch extra nochmal sagt, nachdem es schon mal gesagt wurde. Er hier hat sie aufgehalten. Notfall-Log-Eintrag. Die Geth sind hier. Ich bin geblieben, um den anderen Zeit zu verschaffen. Falls das jemand hört, finden Sie Tali Sora. Sie und die Daten sind alles, was zählt. Kila Selai. Ja, ich würde sagen, okay. Landung, Schiff im Anflug! Wow, sieht das cool aus. Wir nehmen Disruptor-Munition. Und vielleicht eine andere Waffe. Ja, moin! Ich würde sofort High Ground nehmen da oben, aber da ist ja dunkel. Da ist ja hell. Unten bleiben. Unten bleiben. Ich mag die Zeitlupe total. Wir sollten einen anderen Weg finden. Hier draußen werden wir gegrillt.
Ich habe den anderen, glaube ich, gar nicht getötet. Ich hatte den nur... Was sind das für Zuckungen, die ich hier habe? What the? Was war das jetzt? Ja, super. Bye bye. Ich halte sie fest. Das könnte nützlich sein. Gibt's nicht irgendwo eine Möglichkeit hier? Das gibt doch sicher Sonnenkollektoren oder so. Da vorne ist was. Yeah, no. Okay. Manni, dankeschön! Danke für den Text. Ja, ja, das ist safe. Das hier muss mehr sein als nur das. Ich renne mal kurz hoch. Ist er unter der Schilde? Ah doch, ich hätte hier oben noch gut Schutz gehabt. Manni, danke Mann für den Resub. Danke, danke. Schilde. Wie schön. Hier spricht Commander Shepard von der Normandy. Können wir irgendwie helfen? Stellen Sie Ihr Gerät auf Kanal 617 Theta ein. Wir waren in geheimer Mission unterwegs. Sehr riskant. Wir haben zwar gefunden, was wir gesucht haben, wurden aber von den Geth entdeckt. Sie haben uns in die Enge getrieben. Wir können nicht zu unserem Schiff und wegen der Solarstrahlung auch keine Daten übermitteln. Was ist der Status Ihres Teams? Wie viele sind noch übrig? Wir waren ein kleiner Trupp. Ein Dutzend Marines, wie ist das wissen. Was hat sie so tief ins Gebiet der Geth verschlagen? Da fragen Sie den falschen Shepard. Ich ziele nur und drücke ab. Es hat was mit der Sonne zu tun. Sie altert irgendwie schneller als sie sollte. Ein Energieproblem oder so. Eine Idee, wo die Geth herkam? Eins ihrer Patrouillenschiffe hat uns entdeckt. Ihre Landungsschiffe ließen Geth auf uns runterregnen, bevor wir uns abseilen konnten. Das System steht unter Geth-Kontrolle. Wir wussten, dass sie regelmäßig die Planeten absuchen. Hatten gehofft, mit reduzierter Strahlung würden sie uns übersehen. Müssen wir befürchten, dass die Geth Verstärkung schicken? Ich glaube nicht. Ihr Patrouillenschiff ist noch nicht wieder gestartet. Die Strahlung blockiert jede interplanetare Kommunikation. Wie ist die Lage bei Ihnen? Wir können in Kürze da sein. Gehen Sie es langsam und vorsichtig an. Direktes Sonnenlicht grillt Ihre Schilde. Sind auf der anderen Seite des Tals im Basislager. Machte Tal Ihnen
Können Sie bestätigen, dass die Geth Tully noch nicht erreicht haben? Bestätige, habe meine Männer bei ihr gelassen. Wenn Sie hier sind, können Sie über Cormier sprechen. Jeder Marine auf diesem Felsen hat geschworen, Tully zu beschützen. Solange noch einer von uns atmet, ist sie in Sicherheit. Sie wollen sterben für ein paar Forschungsergebnisse? Negativ. Werfe mein Leben für die Migrantenflotte weg. Ein gewaltiger Unterschied. Ich bin kein Tech-Experte, sondern ein Marine. Wenn man mir sagt, ich soll schießen, dann schieße ich. Mein Befehl ist, Tully und die Daten zu schützen. Wenn Sie sie rauskriegen, ist der Auftrag erfüllt. Position halten, wir fallen dem Feind in den Rücken. Moment, passen Sie auf Ihren Arsch auf, da ist ein Landungsschiff im Anflug. Blockiert. Shepard, ich habe das Gebiet gescannt und die Sprengladung geortet, die der Quarianische Commander erwähnt hat. Legen Sie doch mal Radar. Ist erledigt. Sie brauchen beide Ansammlungen von Ladungen, um den Schutt zu entfernen. Okay. Manchmal fallen sie um wegen der Disruptor-Munition. Genau, dann stehen sie einfach wieder auf. Ich glaube, ich schieße sicherheitshalber einmal nochmal drauf, wenn sie legen. Hier muss irgendwo der Sprengstoff sein. Wir brauchen eine Probe des Kerns, um den zeitlichen Ablauf der Strahlungszunahme zu rekonstruieren. Aber unsere Ausrüstung lässt uns ständig im Stich. Shepard hat mal auf Terum zum Entfernen von Geröll einen Minenlaser benutzt. Vielleicht kriege ich sowas ähnliches mit Sprengladungen hin. Sweet! Big one. Du wirst den kleinen Weg machen. Aufpassen! Sind links oben noch mehr? Oder unten? Ich mag die Sniper, ist witzig. Vor allem, wenn sie sich nicht wie eine Sniper anfühlt. Gute Arbeit! Ich leg sie da ab, wo wir sie brauchen. Und er ist eher eine DMR als ein Sniper, so ist es. Ha! Okay.
Das ist das, was ich meinte, dass es doch irgendwo sowas in diese Richtung gibt. Frage, wer das gebaut hat. Hier noch more information. Okay, unten durch. Wieder Gav, ist so klar. In 3, 2, 1. Ja, ich wollte nicht runter, ich wollte nur wegrennen hier, um hochzugehen. Ich will den High Ground haben. So, also, kann ich den Sprengstoff jetzt hier? Das wird reichen. Weg von hier. Also nichts für ungut, aber da hätte man auch einfach drüber klettern können. I mean, really? Diese Architektur ist quarianisch. Solche Gebäude sieht man heute selten. Warum sind die Quarianer hierher gekommen? Was sie auch wollen, ich hoffe, es ist die Mühe wert. Basislager ist tot. Das sieht interessant aus. Wir nehmen mal ganz kurz die Technologie hier noch mit. Unsere Vorfahren sind ohne Kopfbedeckung durch diese Hallen geschritten. Die Sonne muss damals ganz normal gewesen sein. So viel Platz. Steinmauern. Ganz erstaunlich. Ich wünschte, meine Freunde könnten das sehen. Ich wünschte, Shepard wäre hier. Dali Sora an Basislager. Ja, Moment. Ja, Moment. Tali, hier spricht Shepard. Tut mir leid, aber alle hier sind tot. Die Überlebenden müssen sich zurückgezogen haben. Wir wussten, dass diese Mission sehr riskant war. Verdammt. Und was tun Sie hier, Shepard? Wir sind mitten im Gebiet der Geth. Ich war gerade in der Gegend und dachte mir, ich könnte Ihnen ein wenig zur Hand gehen. Danke fürs Kommen, Shepard. Es freut mich sehr, Ihre Stimme zu hören.
Carl Rieger und die verbliebenen Marines haben mich ins Observatorium gebracht. Von ihrer Position aus durch die Tür und über das Feld. Ich habe die Daten, die ich wollte, und bin im Moment sicher. Aber draußen sind ziemlich viele Geth. Was für Forschungsdaten haben Sie gesucht? Es geht um die Sonne dieser Welt. Sie altert schneller, als sie sollte. Ich erzähle Ihnen mehr darüber, sobald weniger Geth auf uns schießen. Würde es helfen, wenn ich die Normandie herhole? Ich bezweifle es. Diese Gebäude sind Jahrhunderte alt. Wenn Sie sie unter Beschuss nehmen, bricht die komplette Anlage über uns zusammen. Ist noch jemand bei Ihnen oder sind Sie allein? Eine Gruppe von Riegers Marines hat mir Feuerschutz gegeben, als ich zum Observatorium gelaufen bin. Einige von ihnen müssten noch am Leben sein. Ich kann hören, wie sie draußen auf die Geth schießen. Jemand hat anscheinend die Tür für die Geth versiegelt und die Konsole ist beschädigt. Können Sie sie von Ihrer Seite aus öffnen? Warten Sie mal. Ja, das geht. Jetzt. Sie müsste jetzt offen sein. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Und bitte tun Sie Ihr Möglichstes, damit Rieger am Leben bleibt. Alright. Wir wurden entdeckt. Einen neutralisiert, der ist tot. Das wird ein harter Treffer. Er wird irgendeinen Unfall. Gut. Tausend Magazine später. Piu, 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 piu. Ich äußere mich mal nicht dazu. So muss es sein. Ich liebe dieses Gewehr. Kann ich verstehen? Das war knapp. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es da unten noch was Geiles gibt oder so. Nope. Bis nicht. Oh boy. Oh boy. Wie in alten Zeiten, gar keine Frage. Er geht in Deckung.
Von hier aus habe ich natürlich keine Sicht. Achtung, der Koloss ist wieder auf den Beinen. Das ist voll die crazy Tech, Mann. Hier rüber. Entdeckung. Topführer Call Rieger von den Marines der Migrantenflotte. Wir hatten vor der Ankunft des Landungsschiffes Funkkontakt. Ich weiß immer noch nicht, weshalb sie hier sind. Aber jetzt ist nicht die Zeit, große Ansprüche zu stellen. Tali ist drin. Da drüben. Die Geth haben den Rest meiner Männer getötet und werden versuchen, zu ihr vorzudringen. Es ist mir lediglich gelungen, ihre Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Sind Sie sicher, dass sie immer noch am Leben ist? Das Observatorium ist gut gepanzert. Selbst die Geth brauchen einige Zeit, um da durchzukommen. Und es ist schwer, eine Tür aufzukriegen, wenn man unter Raketenbeschuss steht. Die Geth haben fast Zugstärke. Aber das Schlimmste ist der Koloss. Das Ding hat ein Reparaturprotokoll. Er duckt sich und setzt sich selbst in Stand. Wenn er geduckt ist, kriege ich ihn nicht ordentlich ins Visier. Ich habe versucht, näher ranzukommen. Und dann hat mir einer ihrer Scharfschützen ein Loch direkt durch den Anzug geschossen. Wie schlimm ist der Schaden an ihrem Anzug? Kampfsiegel geschlossen, um die Kontamination zu isolieren. Und ich schwimme in Antibiotika. Vielleicht erwischen mich die Geth, aber ich werde jedenfalls nicht mitten im Kampf an einer Infektion draufgehen. Das wäre ja beleidigend. Was können Sie mir über das Schlachtfeld sagen? Rechts befindet sich ein Steg mit einer Art Ausguck für Scharfschützen. Von dort aus könnte man ordentlich Schaden anrichten, aber keiner von meinen Männern ist an den Geth vorbeigekommen. In der Mitte gibt's Deckung. Aber der Koloss hat sie auf dem ganzen Weg dahin im Schussfeld. Und die Geth können von beiden Seiten angreifen. Links haben sie Deckung vor dem Koloss. Dafür haben die Geth freies Schussfeld auf sie. So haben sie auch mich erwischt. Irgendeine Idee, wie wir mit dem Koloss fertig werden? Das Standardvorgehen gegen Einheiten der Kampfläuferklasse ist Schwächen der Schilde und Niederringen. Sie wissen schon, mit Insektenbissen umbringen. Aber das Reparaturprotokoll macht diesen Plan zunichte. Wenn man versucht, ihn niederzuringen, duckt er sich einfach und setzt sich selbst in Stand. Was immer wir also unternehmen, muss diesen Mistkerl schnell verschrotten. Vermutlich müssen wir dazu näher ran, an der Deckung da vorbei. Ja. Wir müssen zu Tali. Irgendwelche Vorschläge? Nur ein! Ich kann kaum noch laufen, aber Abzug drücken ist kein Problem. Und ich habe einen Raketenwerfer, den die Sonne noch nicht gegrillt hat. Sie gehen näher ran. Ich beschäftige den Koloss und ruiniere vielleicht sogar seine Schilde. Mit etwas Glück können Sie ihm da den Rest geben. Nein, du bleibst unten. Sie haben schon genug getan, Rieger. Sie müssen nicht Ihr Leben wegwerfen. Ich habe Sie nicht um Erlaubnis gefragt. Meine Aufgabe ist, Tali zu beschützen. Wir haben auf unserer Seite nicht genug Leute, um Ihnen einen abzugeben. Halten Sie sich raus! Ich stehe nicht tatenlos rum, während Sie in die feindliche Schusslinie laufen. Sie haben meine gesamte Einheit erledigt. Und wenn Sie Ihre Einheit ehren wollen, geben Sie mir Feuerschutz. Ich brauche Sie hier, falls die Verstärkung kriegen. In Ordnung, Shepard. Wie Sie wollen. Machen Sie sie für mich fertig. Kila Selai! Achtung! Da, ja. Ich halte sie fest. Lass mich Ihre Anordnung durchdringen. Ich will da hoch. Schießen. Moment.
Das müsste sie ausbremsen. Ich zwinge ihn mal ins Reparaturprotokoll, damit ich an der rechten Seite vorne durch kann. Okay, cool. Ja, let's go. Aber da waren noch zwei. Sekunde, ich habe die Tür verschlossen, damit nicht noch mehr Gäste reinkommen. So, das müsste es gewesen sein. Moment. Man will ja den Loot noch mitnehmen, ne? Also, Tali. Lebend aus diesem Raum rausgekommen. Diese gesamte Mission war eine Katastrophe. Ich wünschte, ich hätte mich ihnen damals auf der Freedom's Progress angeschlossen. Aber ich konnte nicht zulassen, dass jemand auf einer so riskanten Mission meinen Platz einnimmt. Viele Quarianer haben hier ihr Leben verloren. War es das wert? Ich weiß nicht, Shepard. Es war nicht meine Entscheidung. Der Admiralitätsrat war der Ansicht, dass die Informationen hier jedes Opfer wert ist. Ich muss glauben, dass sie wissen, was das Beste ist. Ich habe nicht gefragt, welcher Ansicht irgendein Admiral ist, sondern was Sie davon halten. Viele sind hier gestorben. Einige davon waren meine Freunde. Und alle haben ihre Sache gut gemacht. Diese verdammten Daten müssen schon ziemlich wertvoll sein, um diesen Preis zu rechtfertigen. Was können Sie mir über Ihre Forschungsarbeit hier sagen? Haystroms Sonne wird instabil. Zur Zeit der quarianischen Kolonie war sie ein normaler Stern. So schnell ändert sich das normalerweise nicht. Irgendeine Ahnung, was die Sonne destabilisiert? Ich würde vermuten, dass das Innere des Sterns von dunkler Materie beeinflusst wird. Der Effekt ist ähnlich wie bei Sternen, die beim Eintreten in die rote Gigantenphase Masse abstoßen. Aber Haystroms Sonne ist dafür viel zu jung. Warum auch immer, es freut mich, dass ich helfen konnte. Sobald Sie die Daten abgeliefert haben, könnte ich Sie auf der Normandie brauchen. Ich habe versprochen, diese Mission zu Ende zu bringen. Das habe ich getan. Ich kann mit Ihnen gehen und die Daten an die Flotte schicken. Und wenn die Admirale ein Problem damit haben, können Sie zum Teufel gehen. Ich habe gerade mit angesehen, wie mein ganzes Team gestorben ist. Vielleicht nicht Ihr ganzes Team, Ma'am. Rieger, Sie haben es geschafft. Ihr alter Captain ist so gut, wie Sie sagten. Der verdammte Koloss hatte überhaupt keine Chance.
Die Normandy, die kann sie von hier wegbringen, wenn sie möchten, Rieger. Die Geth haben unser Schiff nicht beschädigt. Solange wir von hier wegkommen, bevor Verstärkung eintrifft, ist alles in Ordnung. Ich werde sie nicht begleiten. Ich schließe mich Commander Shepard an. Ich übergebe die Daten dem Admiralitätsrat und erstatte Bericht, was passiert ist. Ich überlasse sie jetzt Ihnen, Shepard. Beschützen Sie sie. Wie immer. So. Okay, Sturmgewehrschaden. Oh, nice. 40%. Ja, wir haben gut was gekriegt. Cerberus hat Aufnahmen von Ihnen im Einsatz, Talizora. Wir freuen uns darauf, Sie im Team zu haben. Ihre technischen Kenntnisse werden für die Mission von großem Vorteil. Ich kenne sie nicht, aber Cerberus hat die Sicherheit der Migrantenflotte bedroht. Nett und freundlich zieht bei mir nicht. Deshalb sind Sie hier, Tali. Ich brauche Leute, die nicht zu Cerberus gehören und denen ich vertrauen kann. Ich hatte nichts mit dem zu tun, was der Migrantenflotte widerfahren ist. Aber ich verstehe Ihr Misstrauen. Hoffentlich können wir das im Laufe unserer Zusammenarbeit hinter uns lassen. Ich hatte angenommen, Sie wären undercover tätig, Shepard. Vielleicht sogar mit dem Plan, Cerberus zu zerschlagen. Falls das der Fall ist, leihe ich Ihnen eine Granate. Falls nicht, arbeite ich für Sie. Aber nicht für die. Wenn's hilft, sehen Sie sich doch mal auf der Normandy um, solange Sie hier sind. Wir haben ein paar Upgrades. Ich besorge Talizora die nötige Sicherheitsfreigabe, damit sie auf unsere Systeme zugreifen kann. Bitte, tun Sie das. Ich kann nicht Teil Ihres Teams sein, wenn ich nicht weiß, wie das Schiff funktioniert. Vergessen Sie nicht, Shepard, dass diese Leute es für eine gute Idee gehalten haben, Torianische Creeper und Rachni zu versklaven. Ich bin auf dem Maschinendeck. Vergessen Sie nicht, sich bei Edi vorzustellen, der neuen künstlichen Intelligenz des Schiffes. Naja, gut. Man versteht, dass sie pisst ist. Ja, der Mass Effect 1 miterlebt, was wir alles gefunden haben, ne? All die ganzen Versuche. Und so weiter und so fort. So. Sturmgewehrschaden. Iridium 5000. Ich bin ja sehr viel mit dem Sturmgewehr unterwegs. Deswegen ist das eine gute Idee. Schadensschutz. Gruppenbonus 50% auf Schilde, Barrieren, Panzerung. Ja, let's go. Schildpistolen, Schaden, Schrotflinten, Schildpistolen. Wird den Schaden gegen Schild und biotische Barrieren 50% verbessert. Schrotflinten, schwere Schrotflinten und Sturmschrotflinten. Ja, das, was ich eigentlich wollte, es gibt irgendwo noch. War das hier? Ist das weg? Habe ich das schon abgegradet? Upsala, ich habe es, glaube ich, schon abgegradet. Ach komm, Schrotflintenschaden für die gesamte Gruppe, Pistolenschaden für die gesamte Gruppe, Pistolenschaden für die gesamte Gruppe, Maschinenpistolenschaden für die gesamte Gruppe. So, und beim Rest müssen wir dann gucken, ne? Ah ne, hier, Sturmgewehrpräzision, das wollte ich, dafür brauche ich 25.000 Iridium. Weil damit ziehen wir um ein Vielfaches besser. Die Schüsse dürften präziser sein. Moment. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Wollte selbst mit Ihnen sprechen. Na gut. Medizinische Angelegenheit. Alright. Mission ist gefährlich, das ist klar. Jede Spezies geht anders mit Stress um. Erkenne, dass das ein großer Schritt für Sie ist. Schon früher fühlten sich andere Spezies zu mir hingezogen. Seltsames Gefühl. Bin nicht interessiert. Was? Entschuldigung, was? Nein, deswegen bin ich nicht hier. Das ist rein platonisch. Trotzdem, danke. Sie werden angemacht. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich bin gerade ein bisschen perplex. Sie machen Witze. Ich hau zuerst mal den raus. Moment mal, Morden. Jetzt nehmen Sie mich doch auf den Arm, oder? Welch schockierender Vorwurf. Vertrauen zwischen Patient und Arzt ist heilig. Auf den Arm nehmen käme mir nie in den Sinn. Amüsieren Sie sich so gut es geht, Shepard. Ich bleibe hier und untersuche die Zellenreproduktion. Das ist viel einfacher. Erfordert auch weniger Alkohol und stimmungsvolle Musik.
Da habe ich wohl irgendwie aus Versehen falsche Signale gesendet in der Vergangenheit. Ja. Jacks Tätowierungen sind wunderschön. Bestimmt genauso bunt wie ihre Vergangenheit. Allerdings macht mir ihr Temperament Sorgen. Sie haben Sorgen wegen Jack? Sie wird im Einsatz absolut verlässlich sein, aber ihre Einstellung lässt auf tiefgreifende persönliche Probleme schließen. Sie stößt andere zurück, geht aber freimütig mit Sexualität um. Ich glaube, sie versteht selbst nicht, warum sie so handelt. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie ihnen Avancen macht, aber falls sie ihren Respekt wollen, sollten sie sich das gut überlegen. Waren es auch unterbewusst richtige Signale? Nein, das wüsste ich. So, und seit wann ist Kelly brünett? Das ist nicht brünett, das ist kastanienbraun. Das ist schon nah am Rot, ja? Das ist so gerade der Übergang von braun zu rot. Kastanienrot. Keine Sorge, Jack ist ein großes Mädchen. Sie kommt schon in Ordnung. Ich hoffe, dass Sie recht behalten. Wie auch immer. Was gibt's? Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Ich muss häufiger mit ihr reden. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ah, schon wieder. Andrell. Okay, nicht so wichtig. Was schon? Ah, Migrantenflotte. Ja. Sie wollen, dass ich sie mit Vertrauen behandle und so weiter und so fort. Ich bin jetzt hier im Nachricht. Achso, das ist die Polizistin. Die gibt die Meldung, dass sie noch lebt. Und, ja, mit der Justikarin, ne? Ja, das ist alles nicht so wichtig. Das passt schon. So. Ich wollte zu Jacob. Obwohl jetzt Jacob vielleicht auch schon das Gefühl hat, dass ich ihm Avancen mache, unterbewusst. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. Es geht mir gut, Shepard. Ich bin für alles bereit. Wir leben, können laut werden und auf der Citadel ein paar Drinks verschütten. Gut. Wir sprechen später. Commander. Soll ich noch mit jemandem reden? Dali vielleicht noch schnell, ne? Bevor wir weitergehen. Und dann wollte ich Garrus helfen. Garrus helfen. Und die Frage, wo sie sich einquartiert hat. Wir reden noch mal kurz mit allen. Ich habe das schon länger nicht mehr gemacht. Shepard? Ich schaue nur mal vorbei. Wie geht's Ihnen? Ich erweitere meinen Horizont und habe jetzt eine Liste meiner Feinde. Ich stelle mir vor, welchen Spaß es machen wird, sie alle aufzuschneiden und zu zerschmettern. Ich habe da dieses eine Bild von einem Salarianer vor Augen. Dieses, wie heißt das Ding auf dem Kopf, ist aufgerissen. Ich wette, dafür wurde eine ganze Generation lang Rache geübt. Aber für die sind das ja nur ein paar Wochen. Also, was wollten Sie? Überanstrengen Sie sich nicht mit den Erinnerungen eines anderen. Wir haben selber böse Jungs, die wir bekämpfen müssen. Ihre Feinde sind meine Feinde. Wir schieben den Kollektoren ihre Krallen dahin, wo keine dunkle Sonne scheint. Sie verdienen es. Ich werde ihre Stärke respektieren und ihnen das Schlimmste antun, zu dem ich fähig bin. Die Selbsterkenntnis hat sie jetzt irgendwie völlig aus der Spur geschleudert, was? Sehen Sie, langsam wird's lustig.
Ich erinnere mich an gute Todesfälle und sie machen diese ulkige Menschennummer. Meine Aufgabe ist Zerstörung. Für Richtung und Kontrolle sind sie zuständig, Kampfmeister. Wegen ihnen bin ich ein Soldat und keine Leiche oder ein tollwütiges Tier. Danke, Shepard. Sie haben mir eine Aufgabe gegeben. Und jetzt besorgen Sie mir bitte was Großes zum Töten. Ist ja gut, dass ich das kontrolliere. Aber was ist, wenn ich ihn nicht mehr kontrollieren würde? Also wie würde er in Enrage-Mode gehen, wenn ich ihn nicht mehr kontrolliere? Ich rede noch ganz kurz mit Jack. Weil die ist mir zu instabil. Persönlich, so physisch, psychisch. Hey. Erzählen Sie mir etwas über sich, das ich noch nicht weiß. Da gibt's nichts zu erzählen. Warum? Ich möchte mehr wissen. Und vorher gehe ich nicht weg. Ich bin hier, um für Sie zu kämpfen. Dafür müssen wir nicht befreundet sein. Aber wie auch immer. Irgendwas, das Sie nicht wissen, oder? Was offensichtlich ist, wie was mit meiner Tinte los ist. Oder was anderes, das genauso langweilig ist. Es interessiert Sie doch gar nicht, wenn es Sie nicht selbst betrifft. Ich habe diese Scheiße schon so oft erlebt. Ich könnte es doch ernst meinen. Wie wollen Sie das ausschließen? Ich habe Augen im Kopf und schon einiges erlebt. Sie wenden sich ab, sobald sie rauskriegen, dass sie nicht der Erste sind und ich gegen ihre Hilfe immun bin. Der Erste bin bei was? Gekauft. Was ist mit den Tattoos? Manche stehen für Gefängnisse, in denen ich war, andere für erledigte Feinde. Sie wissen schon, die Guten. Manche stehen für das, was ich verloren habe. Aber die gehen sie nichts an. Die gehen niemandem was an. Und manche sind... Hey, warum eigentlich nicht? Okay. Sie arbeiten hart, niemanden an sich ranzulassen. Ich habe viele Leute kennengelernt. Aber Freund oder Freundin hatte ich nie. Das ist nur Zeitverschwendung und funktioniert sowieso nicht. Wenn dir jemand so nahe kommt, heißt das nur, dass ihm ein kürzeres Messer reicht. Einsam und am Leben ist mir viel lieber. Besten Dank. Hatte die früher nicht weniger? Das ist völlig richtig. Ich habe hier ein bisschen mehr Kleider gegeben. Ich fand das angebracht. Sie sind hart, aber lange können Sie so nicht überlebt haben. Am Anfang war ich mit einem Mädchen namens Manara und ihrem Freund unterwegs. Sie kannten sich aus. Ich dachte, sie würden mir helfen. Von wegen. Sie halfen mir in ihr Bett. Und als wir endlich mal größer absahnten, haben sie meinen Anteil eingeschoben. Ich wusste, worauf es hinauslief. Und kam ihnen zuvor. Seitdem habe ich mich nie mehr um Freunde bemüht. Sie waren bestimmt Arschlöcher, aber das heißt nicht, dass Sie sie töten wollten. Ich hab's gespürt. Beweise waren nicht nötig. Ich habe das Richtige getan. Ich tue immer das Richtige, wenn Leute mich verarschen. Das sollten Sie nicht vergessen. Ich muss mal kurz was probieren. Sie arbeiten hart, niemanden an sich ranzulassen. Ich habe viele... Wenn dir jemand so nahe kommt, heißt das nur, dass ihm ein kürzeres Messer... Sie scheinen es mehr zu vermissen, als Sie zugeben wollen. Sie können mir die Worte im Mund rumdrehen, wie Sie wollen. Deswegen funktioniert die Galaxie trotzdem nicht anders. Die sind doch auch ganz schön rumgekommen. Ich muss gehen, aber wir sollten das fortsetzen. Moment. Jetzt habe ich mal eine Frage. An diesem Punkt sind die meisten schon weg. Warum wollen Sie das alles wirklich wissen? Begutachten Sie mich? Wenn es nämlich nur um Sex geht, sollten Sie das verdammt nochmal einfach sagen. Ja, ich will sie. Nein, darum geht's mir nicht. Es geht mir darum, dass sie ein bisschen... Ganz ehrlich, diese Frau, bei aller Härte, die sie die ganze Zeit versucht auszustrahlen, da fehlt einfach Stabilität. Ja? Doktor, Professor, Philosoph, Phil Nexus gerade. Nein, ich versuche einfach da ein bisschen Stabilität reinzubringen. Ich hab's nicht eilig. Ich will erst rausfinden, wie sie ticken. Um mit jemandem zu schlafen, muss man ihn nicht kennen. Man muss nur wissen, wo alles hingehört. Okay. Vielleicht reden wir später weiter. Oder auch nicht.
Aber wir sind schon näher dran. Wir sind schon näher dran. Also es ist schon näher dran, dass sie so ein bisschen Stabilität kriegt. Oh, Charlie, hi. Shepard, was kann ich für Sie tun? Gibt es irgendwelche Probleme mit der neuen Normandy? Bitte, Shepard. Ich bin eine Quarianerin. Sie geben mir einen Haufen Schrott, eine Platine und ein bisschen Element Zero und dieses Schiff macht Präzisionssprünge. Ich hatte Sorgen wegen der Zusammenarbeit mit den Technikern von Cerberus, aber die wissen, was sie tun und waren bisher sehr höflich. Wie läuft die Normandy? Man kann über Cerberus sagen, was man will, aber vom Schiffsbau haben sie Ahnung. Die Normandy läuft besser als je zuvor. Ich weiß allerdings nicht, ob sie einem Angriff der Kollektoren standhält. Ich arbeite an einigen Ideen, die uns vielleicht helfen. Können Sie irgendetwas tun, damit die Normandy gegenüber einem Schiff der Kollektoren im Vorteil ist? Absolut. Mit den richtigen Teilen kann ich unsere Schilde verstärken. Die Kollektoren haben die Barrieren der Normandy beim letzten Mal fast sofort durchdrungen. Mit meinen Upgrades haben wir vielleicht bessere Chancen. Wenn ich sogar upgraden. Shepard, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Wir hatten wirklich keine Zeit für ein Gespräch, während wir die Geth auf Haystrom erledigt haben, nicht wahr? Ich kann nicht glauben, dass so viele gestorben sind. Nochmal danke, dass Sie Riga da lebendig rausgeholt haben. Und das alles für Daten, wie man Sterne in die Luft jagt. Ich hoffe, der Admiralitätsrat kann damit was anfangen. Erzählen Sie mir etwas über den Admiralitätsrat der Flotte. Er ist eines der beiden großen politischen Gremien bei meinem Volk. Die Admirale treffen alle Entscheidungen, die mit der Verteidigung zu tun haben oder sofortiges Agieren erfordern. Außerdem kümmern sie sich um Kapitalverbrechen, wie etwa Verrat. Die andere politische Macht ist das Konzil, bestehend aus Repräsentanten jedes Schiffes. Sie verabschieden die meisten Gesetze und fällen Entscheidungen, die die Flotte betreffen. Was Neues über die Daten, die Sie übermittelt haben? Da werde ich wohl eine Weile nichts hören. Und auf einem ungesicherten Kanal schon gar nicht. Haben Sie was von Karl Rieger gehört? Hat er seine Verletzungen überstanden? Er hat mir eine Nachricht geschickt. Es sieht so aus, als würde er sich vollständig erholen. Jeder Riss im Anzug ist ein reines Glücksspiel. Rieger ist mit einer relativ harmlosen Infektion davongekommen. Okay. Haben Sie Probleme damit, sich auf der Normandy wieder heimisch zu fühlen? Ich mag die Ruhe, aber ich vermisse die alten Gesichter. Presley, Techniker Adams, alle eigentlich. Es ist irgendwie komisch, dass Cerberus auf diesem Schiff das Sagen hat. Sind Sie sicher, dass es richtig ist, für Sie zu arbeiten? Ich habe auf Freedom's Progress eine gewisse Spannung registriert und später wieder, als Sie zum ersten Mal an Bord kamen. Was ist zwischen Cerberus und den Quarianern vorgefallen? Sie haben die Idena angegriffen, eins unserer Schiffe. Sie wollten wohl einen jungen Menschenbiotiker, der sich an Bord befand, töten oder unter ihre Kontrolle bringen. Ich kenne keine Einzelheiten. Ich weiß nur, dass Cerberus sich damit das Volk der Quarianer zum Feind gemacht hat. Sieht es so aus, als würden Sie hier die Fäden ziehen, Tali? Ich arbeite nicht für Sie, Sie arbeiten für mich. Dann haben Sie also die Wanzen und Überwachungsgeräte überall auf dem Schiff angeordnet? Ich weiß ja, dass Ihnen jemand im Kampf gegen die Kollektoren den Rücken stärken muss. Aber seien Sie vorsichtig, Shepard. Es war klar, dass irgendwo Wanzen sind. Ich erwarte, dass Sie uns irgendwann hintergehen werden. Aber wir werden darauf vorbereitet sein. Freut mich, das zu hören, Shepard. Sagen Sie Bescheid, wenn ich irgendwie helfen kann. Ich sollte jetzt zurück an die Arbeit. Danke für Ihren Besuch. Ja, Wanzen. Kenneth, wie haben sich die neuen Schilder auf das Gleichgewicht ihres Energierasters ausgewirkt? Fast gar nicht. Durch ihre eingebauten Kondensatorensysteme ist ihr Bedarf erstaunlich niedrig. Bedeutet das nicht? So, komm. Wir gehen nochmal ganz kurz mit allen anderen reden. Wir müssen ja auch nochmal mit unserem Attentäter reden.
Kollektoren haben, als sie New Kenton angegriffen? Ja, aber meine Frau und meine Tochter sind gerade noch...